So, wir haben Dienstag, den 2. August 2016. Es folgen weitere Aufzeichnungen zu den Hamadis, in dieser Woche insbesondere zu Latif Hamadi. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, Herrn Hamadi aus dem Gefängnis zu holen. Aber die Sache ist auf einem guten Weg. Ein junger Soldat aus deren Reihen, ein junger Läufer, wird die Schuld auf sich nehmen. So machen die das eben. Und dann wird das klappen, natürlich mit der Hilfe meiner Wenigkeit. Ich mag es bei meiner Arbeit, dass Justiz ja auch manchmal blind sein kann. Ja, wie dem auch sei. Es ist viel passiert seit unserer Zusammenarbeit, der Hamadis und meiner. Vor 10 Jahren gab es eine unschöne Scheidung zwischen meiner Frau und mir. Sie stellte sehr hohe finanzielle Forderungen. Sie wollte mich in den Ruin treiben, aber ich war zwar nicht mehr jung, aber ich hatte auch kein Geld. Der Zufall wollte es, dass ich zu dieser Zeit das Mandat für Tony Hamadi übernahm. Und er bot mir eine Hilfestellung an, die ich nicht ablehnen konnte. Und glücklicherweise zog meine Frau ihre Forderungen dann auch ziemlich schnell zurück. Ja, es war nicht schön, aber es musste. Wie dem auch sei, jedenfalls stehe ich seitdem in ihrer Schuld. Ob ich mir die Situation ausgesucht habe, keine Ahnung, aber das sind so Fragen, die man sich bei diesem Beruf besser nicht stellen sollte. Jedenfalls muss ich jetzt Herrn Latif Hamadi möglichst schnell aus seiner Zelle befreien. Das ist ja auch keine Aufenthaltsort, keine Sache, wo er sich sein Leben verbringen sollte. Also deswegen ist das wichtig, dass ich ihn schnell aus dem Gefängnis hole. Denn sonst droht eventuell mir. Naja, wer weiß, für was ich diese Aufzeichnungen noch gebrauchen kann.